Der Traum vom großen Opel, vor dem sogar Mercedes, BMW oder Audi zittern, der wird wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Dabei hat es doch schon einmal geklappt. Ja, wirklich. Als die Rüsselsheimer 1964 den ersten Diplomat auf die Straße schickten, mit einem 5,4 Liter US V8, 230 PS und sanfter Automatik. Da standen die Stuttgarter Sternkreuzer dumm da. Die hatten nämlich nur hochdrehende Sechszylinder unter der Haube plus Ruckelschaltung. 1969 gab es dann sogar noch ein richtig gutes Fahrwerk bei Opel obendrauf. Aber genützt hat es am Ende nichts. Wir finden, einen neuen Versuch ist es wert. Vielleicht bauen sie den opulenteren Phaeton oder die bezahlbarere S-Klasse. Unser Vorschlag wäre groß und mächtig. Wahlweise mit Corvette V8 und Cadillac-Chassis oder mit Elektroantrieb und natürlich mit schönen Grüßen aus Detroit. Der Opel-Diplomat, geboren 1969, verabschiedet 1977. Wiederauferstehung dringend gewünscht.